das Menü. Wahnsinn, oder? Dieser Sound ist schon krass. Hier, Animation im Hintergrund. Das bewegt sich auch, wenn ich Sachen mache. Halt, jetzt wollte ich gar nicht auf Optionen. Siehst du, wie sich das bewegt? Wow. Schaut aber cool aus. Krass, ne? Muss man sagen. Ja, wir gehen jetzt mal in ein Szenario rein, gleich das erste Level. Wir spielen es mal auf leicht. Ich habe es auf leicht gespielt und es ist schon gar nicht so unanspruchsvoll. Okay. Ja, wir spielen als Einzelspieler, später spielen wir noch zusammen im Koop. Oh, wenn wir dort weiterspielen, wo wir gerade geendet sind. Sag mal, das hier ist der berühmte Microsoft Ring of Death, glaube ich, oder? Ja, fast. Vor allem, ich kann ihn lustig bewegen. Das finde ich endlich mal toll. Interaktion beim Ladebildschirm, aber es dauert zu lange. Und es ruckelt. Stimmt. Es lädt ja auch noch. Ja. Mensch. Aber es dauert zu lange. Ja. Vor allem, der erscheint jedes Mal, wenn ich gestorben bin. Einmal ist es ja ganz nett vielleicht, aber... Jetzt quatscht er erstmal. Ja. Keine deutsche Synchro. Naja, ist vielleicht auch besser. Geht so. Das hier ist Rendersequenz. So sieht das Spiel nicht aus. Das wäre ja auch ein Knaller, ne? Das sind die T-300. Das hier sind die Spinnenbeinchens irgendwie. Keine Ahnung, wie die heißen. Im Spiel ist es anders. Wenn du mit dem auf Granate drauf schießt, ist er tot. Ja. Das ist John. Connor. John Connor. One thing remains constant. Whatever we try to do to stop the machines, it's never enough. Die Frage gerade aus der Regie, sieht er denn auch aus wie Christian Bale? Sie haben es versucht. Also sie hatten die Lizenz dafür, aber ja, sie nicht genutzt. Also wir haben ja wenigstens einen in der Regie mit hocken, deshalb sieht jetzt aus wie Patrick Swayze. Ja, wenigstens das. So startet man ins Spiel rein und da denkt man sich erstmal, ja geil, genau so will ich das und jetzt lass mich schießen. Ja. Alle umbringen. Alle Maschinen Volker, tot. Volker. Ganz ruhig. Ruhig, Brauner. Ja, ruhig. Genau. Und dann das. Ich hab vorbeginn, ich kann jetzt hier mal, ich habe die Helligkeit ganz nach oben gezogen, machen wir sie mal richtig. So hier ist es eigentlich. Wir machen sie für euch mal ein bisschen heller, damit seht ihr auch mal was von diesem schönen Spiel. Es wird dann aber, es ist ziemlich neblig, gell? Ja, das auch. So, da muss man jetzt hier drüber springen und es hat ein gutes Deckungssystem. Ihr seht jetzt das hier, ich könnte jetzt nach vorne, hier nach vorne springen und ich bleibe ständig in Deckung. Das, da bleibt er ständig in Deckung, das ist eine schöne Geschichte. Nee, ich will nicht dahin. Ich muss dahin. Gut, okay, das meinte der sogar, fand ich lustig. Das Schöne ist, man verliert wirklich kaum Health, aber man sollte schön in Deckung bleiben. So, und jetzt geht's hier weiter. Und dann lernt man standardmäßig erstmal Tutorial, alles. Bla bla bla. Es ist Standard, was wir machen müssen. Hoppala, hier. Zielen. Schießen. Hat man jetzt nicht gesehen, es ging nicht. Dann haben wir hier vorne drauf, haben wir hier die Deckung. Nachladen, Waffenwechsel. Und hier ist Umschauen. Und das da sind noch Granaten. Und das war's. Ansonsten ist Standard, Bewegung hier mit den beiden Controllern. Und dann gehen wir jetzt mal weiter ins Spiel. Dann sieht man so ein bisschen... ersten Gegner. Das sind diese fliegenden kleinen Teile hier. Die muss man ein paar Mal treffen und dann gehen sie auch down. Das Schadensmodell ist lustig. Das ist kein Standard-Schadensmodell, sondern sie haben sich mal wirklich ein bisschen was ausgedacht. Also es ist dieses mein Bildschirm wird ein bisschen roter und immer röterer und noch immer röterer. Und irgendwann bin ich tot. Und also. Links oben seht ihr dazu aber einen Health-Balken. Und der füllt sich mit der irgendwann dann auch wieder auf. Aber erst nachdem du wirklich lange gewartet hast. Also der bleibt erstmal wie er ist und dann füllt er sich irgendwann auf. So, jetzt habe ich eine neue Waffe bekommen. Das ist Shotgun. Und die ist gegen diese Fliegeviecher echt gut.
Ist es wirklich nervtütend, dass man nicht rennen kann? Wir sind jetzt schon wieder ein bisschen. Die Maschinen müssen uns hier folgen. Das ist unsere Schuld. Er sagte, niemand hat euch für Jahre verletzt. Springen geht gar nicht. Dann könnte man ja die linearen, aus den linearen Leveln, aus den Schlauchleveln heraus rausspringen. Das war aber noch nicht. Ja, genau, wir springen genau dahin zurück, wo wir hin sollten. Okay, here's how we gonna do this. Wir versuchen das mal zu überspringen. Danke. Kein Lademittel. Oha, hier, Säulen vermint und sowas. Und jetzt hier. Hast du die anderen jetzt mal kaputt gemacht? So, ich hoffe, da kommt auch. Ah ja, da kommen jetzt die. Und jetzt will ich mal hier mein Dings ausprobieren. Ja, mach mal. Besorg's ihn. Oh, da kommt noch einer. Oh nee, ich muss Waffe wechseln. Ah, Hilfe, ich muss mal. Oh ja, die gehen sofort kaputt davon. Ich habe voll die Granaten. Krasse Kacke. So, beide kaputt. Komm, so, jetzt kommen die Wespen wieder, die sind ja schnell gemacht. Es gibt nicht wirklich viele verschiedene Gegner, gell? Nee, nicht wirklich. Oh, da kommen noch zwei Spinnen. Ja, und die, die linke habe ich schon kaputt. Hier rechts ist noch eine. Oh, hier den habe ich verfehlt. Yeah. Ich finde meinen Granatenwerfer sehr lässig. Hat was. Hat ja schließlich der Arni hat den auch benutzt. Aber auch mit den Dingern da kann man die zerstören. Oh, ich bin auch beschossen. Du musst nur drauf schießen auf die. Und zwar mit den festgemachten MGs. Achso, wo ist denn hier eins? Also die stehen doch überall herum. Ja, aber da müsste ich da nach oben. Ja, dann mach das doch mal. Ja, ich geh mal das muss working. Ah, hier ist ja gleich eins. Nein, nicht decken. Ja. Jetzt. Ja, wir spielen mal weiter. Ich werde währenddessen mal zum Fazit kommen. Das blenden wir eiskalt mal ein. Wir haben da eine Wahnsinnsnote eingebaut. Die I'll be back Arnie Schwarzenegger Gedächtnisnote. Also, wir fangen an mit der Story. Oh, da ist ein Terminator. Oh, da ist ein Terminator. Oh, den holze ich jetzt mit einem Granatwerfer kaputt. Ich habe keinen Schuss mehr. Nein. Erwischen auf den Kopf. Granaten auf den Kopf. Ich bin so gut wie tot. Aua, helf mir mal. Ja, ich kann da doch nicht hin. Ich bin tot. Ich komme. Gut. Er könnte mich jetzt wiederbeleben, das schaffte er sogar. Ich lese mal vor. Story fand ich gerade mal Durchschnitt. Also ein bisschen mehr. Das war halt geht so. Aber am Rande von geht so. Wirklich. Weiter die Grafik. Naja. Man sieht's ja. Man sieht's. Ne? Es ist echt matschig alles. Irgendwie undefiniert, gell? Oh, ich habe keine Schuss mehr. Das macht nichts. Jetzt bin ich da und jetzt werde ich den kaputt machen. Wow. So, das dürfte gewesen sein, ja? Ja. Gut. Machen wir weiter. Die Grafik. Man sieht, es ist jetzt nicht wirklich Xbox, hat man schon krasseres gesehen. Vor allem, jetzt schaut euch mal diese Wand hier an. Oh, fuck. Geht so, die Schlauchlevels gar nicht mal so geil. Vom Gameplay insgesamt. Oh, jetzt geht's los. War es dann schon ganz nett, aber so richtig geil auch nicht. So, du hast den Kampf verlassen, wunderbar, finde ich lustig. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, wir machen einfach mal weiter. Wir wollten nicht schreiben, dass du tot bist oder verloren hast. Wir können es erneut versuchen, das wollen wir aber nicht. Dass die Gedärme aus dem Bauch quillen, das wollen wir nicht schreiben. Also vom Gameplay her war es ganz nett. Ich finde die, wie die Controllersteuerung auch benutzt ist, wie du das Ganze angehst, also dass die Gegner nicht so pipifax einfach zu töten sind, teilweise mal ganz nett. Du musst wirklich nachdenken. Also ich kam jetzt echt fix rein. Ja, also das erste Mal in der Hand gehabt. Auch wie die Gegner zu töten sind teilweise. Ja. Man muss schon nachdenken, das ist manchmal ein bisschen Kopfarbeit, aber insgesamt eintönig und langweilig. So, jetzt die I'll be back Terminator Arnold Schwarzenegger Gedächtnisnote.
Wir gehen mal auf Pause. Aber dass 6, du da 6-5 gehen kannst, obwohl kein Arnie drin ist. Ja, es ist halt kein Arnie drin, aber du spielst ja John Connor. Arnie ist ja tot. Auf alle Fälle ist es so, so richtig Feeling kommt da gar nicht rüber. Dabei ist das so ein atmosphärischer Film immer. Ja. Und das ist eigentlich relativ einfach so rüberzubringen. Aber das haben sie nicht so wirklich geschafft. Man hat zwar schon das erste Mal, wenn man auf so einen Terminator kommt, da kriegt man schnell so mal Panik, ne? Und das finde ich ganz gut. Das ist echt nett gemacht. Insgesamt, meine Note geht so. Also wirklich geht so. Also ich fand es jetzt nett zum Zweispielen. Es ist nett, aber ist okay. Sehr viel mehr auch nicht. Deswegen gibt es eine Gesamtnote von 6,4. Im Koop finde ich es eine ganz nette Geschichte, aber dadurch, dass es nicht online im Koop machbar ist, schon sehr schwach auf der Brust. Scheiße. Geht nicht.